Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks Replay mit dem Steff 1996 und er hat sich hier in seinen T49 gesetzt und ja, es ist einfach ein schöner Panzer, ohne HI-Kanone, sondern mit den Anführungszeichen der kleinen, auch eher selten gesehen, hat hier einen Durchschlag von 100... Beziehungsweise, es ist schon die HE-Kanone, ich will jetzt hier keinen Unsinn erzählen, aber halt nicht in der Form, wie man die große kennt, sondern hier in Anführungszeichen mit der kleinen mit 102 Durchschlag, 320 Schaden, Premium-Mumpeln hat er auch ein bisschen dabei, die sind aber dann Heat, 240 Schaden bei 250 Durchschlag. Ja, das sind jetzt mal die Eckdaten vom T49 hier an dieser Stelle und wie gesagt, gerade weil es einfach nicht die typische Kanone die ist, die man sonst so von dem sieht, ist dieses Replay deswegen umso schöner mal zu zeigen. Und weil der Panzer auch einfach schön ist. Ich finde den Turm ganz geil, ich finde die Wanne schön, ich finde einfach vieles sehr stimmig. Und er macht hier natürlich schon direkt den Scout-Job, der ihm zuteil wird. Ja, ja. Wir schauen uns das mal lieber von außen an. Der ist mir in seiner View dann etwas zu ungeduldig. Da drüben kommt er noch nicht drauf. Muss also hier nochmal den Weg gehen. Vorteil dieser Kanone ist ein schneller Reload. Muss man nicht lange warten für irgendeinen Magazin oder für einen einzigen Schuss. So, jetzt den Tiger hier seitlich. Also, schneller Reload natürlich immer in Relation zur großen Kanone. So, da trifft er schon einmal. Der Schaden ist aber noch überschaubar. Auch hier mit 53 auch noch überschaubar. Und Blind Shot wird auch nochmal machen. Wie viel das war, weiß man nicht, aber irgendwas hat auf jeden Fall da ordentlich getroffen. Ich glaube aber eher, dass es die Arti war. Nun, da nicht mehr drauf zu zielen. Der Sankt Emil oder natürlich richtigerweise Sture Emil ist da nicht zu beschießen. Der steht zu weit hinten. Jetzt mit Schwung hier runter ins Tal. Da wären 1390 neben ihm in der Nähe. Ein ganz schönes Ziel eigentlich für ihn und die Kanone. Aber von dem kriegt er wohl nicht mehr viel ab. Ne, da ist er schon zerstört. Oh, da ist der Tiger. Und jetzt nimmt er den raus. Gott sei Dank diesmal ein bisschen mehr Schaden gemacht als davor. Weil sonst wäre es dann doch ungut. So, jetzt hier der Type 64. Da macht er dann mehr Schaden. 0910 hat so ein bisschen ein Problem mit den Replays ab und an. Wie gesagt, die Gegner gehen verhältnismäßig erst spät auf. Keine Ahnung warum. Sie dann erst dargestellt werden. So, da wenig Schaden, aber Sture Emil, da kann er jetzt in Ruhe wirken und sich hinter ihn setzen, weil was will er denn machen? Dementsprechend hier 345er Hit. Der braucht sich jetzt hier nur im Heck mit ihm mitdrehen. Nochmal 300. Und jetzt nimmt ihn der E75 raus. Ich glaube ehrlicherweise, das ist das erste Mal, dass ich dieses Rohr in dem Video sehe. Oh. Der Charioteer. Da muss er aufpassen. Er ist jetzt auch nicht ohne, aber Gott sei Dank kann er nicht wirklich aimen. Das ist sein Glück. Und dementsprechend kann ihn hier umfahren, macht den letzten Hit und wird nur vom Haus gestoppt. So, jetzt vielleicht Richtung Insel rüber und da auf die anderen gehen oder eine Arti vielleicht auch noch finden. Beides zwei Szenarien, die durchaus denkbar sind. Aber der geht jetzt hier und unterstützt sein Team, wobei die sind sehr, sehr low. Also die haben nicht mehr viel, da muss er schnell helfen. Einer ist zerstört. So, und jetzt Tiger 1 ins Heck. Gott sei Dank, er achtet nicht auf ihn. Und hier jetzt diesmal ein schönerer Hit.
nochmal einen. Und da macht die Kanone dann doch ganz schön Schaden. Wow, die Lorraine für 900 Hitpoints trifft ihn hier in den Popo. Motor war zerstört und dementsprechend musste er den reparieren. Und jetzt denkt er sich, ne, das lasse ich mir von dir gar nicht gefallen, du Wurst. Aber leider hat der T-54 schon seine Arbeit gemacht. Und jetzt nur noch der E-75 am Leben. Mal schauen, ob er noch auf den Hit bekommt. Und er schreibt auch, please, 6th kill, please. Also ganz, ganz netter. Ganz viele Pleases. Der T-25 hält sich da nicht so dran. Der will ihn da, aber gut, er hat ja auch einen Kampf um sein Leben sozusagen. Und jetzt kann er in den Sack schießen. Und mal schauen, ob er den 6. Kill jetzt noch bekommt. Und ja, er bekommt ihn und macht ihn weg. Dementsprechend hat er sich hier den Krieger redlichst verdient. Ihr seht, in der Endauswertung war es dann doch nochmal mehr Schaden als angezeigt. Und von dem her, sehr schöne Runde. Besonders einfach, weil er hier nicht Top-Tier war, eine ungewöhnliche Kanone drauf hat und der Panzer einfach schön ist. Von dem her, ich bedanke mich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, euer Alcaramba.